Scheiße, was für ein Stress, Mann. Wie kann Liz so cool bleiben? Und der macht das sogar noch Spaß, Mann. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass Fett auf meiner Stirn steht. Ich habe mit Isis Freundin geschlafen. We are young, we are strong. Ach, Dean, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Connor hat gestern mit dieser Tante vom Tonstudio geschlafen. Wie heißt du nochmal, Liz oder so? Ist das dein Ernst? Was hast du gemacht, Digga? Hey, Toni, kannst du dich mal aus meinen Angelegenheiten raushalten? Tust du bei meinen auch nicht. Bei welchen? Hä? Yo, Connor, ich finde, du solltest dich aus Angelegenheiten anderer raushalten. Du kannst doch nicht einfach mit der Tussi vom Chef schlafen. Digga, was willst du denn jetzt von meinen Eiern? Willst du ernsthaft deinen Traumberuf wegen irgendeiner schnellen Nummer aufgeben oder was? Besser gesagt, aufs Spiel setzen. Also, Leute, das ist eine schöne Frau. Ich habe gern mit ihr geschlafen. Gerne wieder. Abfahrt. Okay, ist mir auch egal. Ich werde jetzt mal gehen. Wohin? Aua. Ich habe eine Studienberatung. Aber wegen Zukunft und so. Zukunft und so, genau. Viel Erfolg. Danke. Da haben wir doch nicht so einen Rücken, Mann. Ja, das ist eine heftige Sache, Alter. Also, willst du das mir erzählen? Voll heftig. Das ist voll dumm, dass ich das gemacht habe. Ja, stell dir mal vor, das kommt raus, Mann. Ja, eben. Aber ich denke mir auch, Liz wird das ja auch niemandem erzählen, weißt du? Weil, ganz, die wäre ja genauso wie ich, weißt du, was ich meine? Yep. So, und solange es Easy nicht weiß, ist alles cool. Das hoffe ich für dich, Mann. Ich hoffe es auch. Zumindest kann ich verstehen, warum du Liz so cool findest. Sie ist zwar keine Olivia, aber cool. Oh, die ist wirklich cool, Mann. Ja. Hast du schon mitbekommen? Oh, was denn? Einen schönen Tag, ne? Und viel Spaß beim Hochstarten. Ach, Toni. Olivia ist wieder hier eingezogen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Mann. Stark. Digga, endlich. Ja, Digga, die ist zwar nicht hier, weil die arbeiten ist, aber später kommt sie wieder nach Hause. Zu dir. Zu mir, Alter. Oh, geil. 3 Uhr nachts. Wir sind im Studio bis um 7:30 und wir reden nicht wach. Er macht mich an, doch ich reg ihn nicht wach. Gebe kein Fick auf das, was du so redest. Mein Outfit macht das, wo ich stehe, redet. Schau es nach oben mit Doppeln gesegnet. Ich hab mir den Weg mit viel Arbeit geebnet. Du bist für mich wie eine Isolazelle. Ich bin kein stilles Wasser, bin die Welle. Mut dich nicht aus, sonst geb ich dir eine Schelle. Oben ist seine größte Schwachstelle. Es ist 3 Uhr, wir sind wieder am Machen. Ich zieh nach Berlin, bringe einfach die Karte. Wir kennen Theos hier. Ja. Nee, Mann, ist geil, Mann. Wirklich, ist mega geil. Also, eigentlich bist du so geil nur beim Sex, würde ich sagen. Witzig. Nee, ich weiß auch nicht. Also, gestern, nachdem wir dann hier vom Studio sind und zu Connor gegangen sind, es hat einfach viel besser funktioniert als sonst. Keine Ahnung, also aus gestern auf jeden Fall. Er hatte Ideen, ich hatte Ideen und dann? Ja, mit deinem alten Equipment aufgenommen, by the way. Was? Weißt du noch das? Ja, Bro, zu wild. Schau, das macht immer noch Hit. Krass. Ja, aber ey. Ich muss auf jeden Fall nochmal wirklich an euch beiden so Props rausgeben. Wirklich, wirklich auch an dich, Baby. Top. Und natürlich an dich, Connor, auch. Ey, starke Leistung hast du gemacht. Danke, Mann. Nee, danke, Mann. Wenn du im Business bist, musst du mit Kommenten besser umgehen und nicht einfach nur so dieses Danke, Mann. Ja, ja. Hast schon recht. Naja, okay. Egal, guck mal. Als, ich würde dir so ein was anbieten, weil es echt geil war. Und zwar mit der Narose an ihren neuen Track weiterzumachen. An separé? Ja, kannst du da machen. Ich meine, wenn du dich mit der Liz so verstehst, dann vielleicht auch mit Niederlande See. Also ich meine, warum nicht? Dicke, das wäre mir eine Ehre. Voll. Ja? Ja. Aber warum ist das so komisch? Irgendwie so, ist alles gut? Hast du schlecht geschlafen? Oder ist was mit Blondie wieder los, mit Toni? Feuer unterm Arsch? Keine Ahnung. Was? Nein, ich hab einfach nicht so lang geschlafen letzte Nacht. Also, ach so. Ja. Hart gearbeitet. Ja, hart gearbeitet, ey. Stark. Ja. Ich geh mal eben auf Toilette, ja? Ja, okay. Wir hören nochmal rein, oder? Wir hören nochmal rein. Hey, Scheiße, was für ein Stress, Mann. Wie kann Liz so cool bleiben? Und der macht das sogar noch Spaß, Mann. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass Fett auf meiner Stirn steht. Ich habe mit Isis Freundin geschlafen. Hey, sieh mir zu, ich bin heute happy jetzt. Meine Energie, pures Benzin. Baby, du willst heute Nacht nur in Berlin. Ziehen durch die Häuser, ziehen durch Berlin. Alles, was wir tun, pures Adrenalin. Den Nieren im Royal, gar schon normal. Was kostet die Welt? Uns ist alles scheißegal. Weil der Ball und wir tun, tun es nochmal, Baby. Was ist, wenn du da noch Adlibs einbaust in den Part? Oh, Connor, yes, sir. That's what I mean, on point. Ja, yeah, yes, I love it. Connor spürt langsam so das Game in der Karriere, würde ich mal sagen. Geil, gefällt mir. Nice one. Aber du musst aufpassen, nicht, dass du deinen Höhenflug noch bekommst. Du, Liebelein, dafür sorgst du oft genug.
Ja, ja. Schön! Ja, ja. Oh Gott. Alles schön und gut, aber dein Beat hat sich schon sehr gesampelt, muss ich sagen. Lass mich mal überlegen, Girl. Moment mal. No, der ist safe from me. Ach so, ja, du hast ihn produced, ne? 100%. So, genau. What is going on here? Ja, genau. Was ist das Problem eigentlich hier, ja? Verstehe ich gerade auch nicht. I'm sorry. Da gibt's kein Problem. Alles cool. Ja, ich gehe, ich muss ins L.A. arbeiten. Ach, L.A.? Ja, ja. Ja, cool. Heute Abend Party machen, würde ich sagen, nach dem geilen Track auf jeden Fall. Safe! Ich meine, und Connor ist derjenige, der in L.A. der Barkeeper ist. Oh, Connor. Yeah. Not bad. Ja, gut. Cool. Dann würden wir uns dann später auf jeden Fall. Okay. Ja, wollt ihr jetzt direkt mitkommen? Oder? Ach so, nee. Du willst jetzt gehen. Ich bin mal für kleine Mädels. Ja, geh aufs Klo. Okay. Ja, was ich dir sagen wollte eigentlich so, wie hast du eigentlich geschafft so mit Lisso, dass du sie so hochkriegst in der Karriere, weißt du, so bleibst du am Schleifen. Wie, also? Nee, dass du sie so geschafft hast in den Track und so. Ja, das, ich hab der einfach ein paar Beats gezeigt so, und das war genug Inspo scheinbar, also. Ja, geil. Ja. Und ich meine, wir kennen sie nicht so lange, aber ich finde irgendwie so die Vibes zwischen uns beiden, die sind ganz nice, so auf einer Bro-Schiene, weißt du? Voll. Feier ich. Auf jeden Fall, Digga. Ja gut, dann sehen wir uns später im L.A., würde ich sagen, wa? Ja, machen wir. Geil. Ciao. Ja, bis dann, ciao. Ey, das, was Easy gerade gesagt hat, das war so krass, Mann. Wir werden immer mehr zu Freunden. Ich kann das mit Liz nicht weitermachen. Liz ist ab jetzt tabu und ich konzentriere mich nur noch auf meine Musikkarriere. Nice. Yo! Yo! Was geht ab? Wolltest du fischen oder was? Ja, genau. Hey, na, alles fit? Ich dachte, du in so einer nächsten Bank arbeitest, ja. I love it. Alles gut? Ey, was für eine Frage, natürlich. Wuhu! Oh, Rita! Wir haben leider nur die Limetten-Zitronen. So, let's go. Wir sind egal. Auf jeden Fall richtig geil drauf. Safe, wir sind mega drauf jetzt. Wie war es bei euch denn noch? Ja, natürlich, es war mega nice. Wir haben richtig abgeliefert wieder. Schön, ja, natürlich, so muss es ja sein. Ja. Von nichts kommt nichts, würde ich mal sagen. Safe, honey. Oh ja. Okay. Let's get it on. Sieht schon mal richtig geil aus. Es sieht richtig nice aus. I love it. Gimme. Ey, wir haben auch richtig krassen Whisky gerade eben. Gimme. Ja? Voll, du hast eine Flasche für uns reserviert, oder? Mhm. Na klar. Warum bringst du dich? Hä? Mhm. Mach ich jetzt gleich. Ja? Oh. Mhm. Okay. Ich geh mal aufs Klo, ja. Okay, girl. Let's go. Sag mal, hast du noch den ganzen Abend vor, mich zu ignorieren, oder was? Das. Soll ich dich mal erinnern, was du da drin deswegen verpasst? Liz, hör auf, okay? Moment. Ich hab dir das schon erklärt. Was bin ich für ein Mensch, wenn ich nach Isis Ansage noch mal was mit dir habe, so, weißt du? Ach so. Ich wäre ein Kackmensch und darauf hab ich Lust. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ja? Ja. Hast du auf einmal Feelings für Easy gecatcht oder was? Der hat heute leider nur Augen für Nita. Liz. Ich gehe nach Hause, beziehungsweise ins Studio. Ich habe gerade so eine blendende Idee bekommen und ich denke, es ist nice, wenn ich das kurz recorde. Ja, okay, Baby, dann hau auf jeden Fall gut rein. Ich bleib ein bisschen hier und sauf weiter. Ja, das ist aber schade, Girl. Ich dachte, du bleibst noch ein bisschen. Ja, total schade. Bye-bye, ciao. Okay. Aber wir bleiben auf jeden Fall safe, ja, oder? Wir haben noch eine ganze heiße Nacht. Wir sagen Open End oder so halt, weiß ich. Ja, Liz, tut mir schon ein bisschen leid. Ich meine, ständig Easy mit irgendwelchen anderen Frauen flirten zu sehen, tut ihr bestimmt nicht gut, aber ey, das ändert nichts an meiner Entscheidung, sie gehen zu lassen. Oder auch ein paar Shots, auch geil. Hier, Chef, nimm mal das Glas. Hier, Scherz. Oh mein Gott, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, komm mal, komm mal schneller werden, bitte fest. Oh Mann, easy. Können wir draußen Shots haben? Ja, klar. Easy. Ja, krieg ich auch. Wie ist denn jetzt? Ja, es ist echt nicht meine Baustelle, wie Easy jetzt seinem Business nachgeht, aber ich kann verstehen, warum Liz eifersüchtig ist. Okay, Rita, Shots. Shots? Nee, ey, ich bin raus. Leute, um ehrlich zu sein, nein, scheiß drauf, ich geh jetzt heim. Ich kann einfach nicht mal mehr richtig einschütten, hallo? Ja, ey, safe auf euch.
Ne? Ihr habt es euch verdient. Ich wollte eigentlich noch weiterziehen. So. Connor, aber ich bin raus, ich muss ins Hotel. Safe. Ich muss hier noch weitermachen, Migi. Achso. Ja, ja. Und jetzt lässt du dich einfach hier stehen, oder wie? Ich meine, nachdem du die Hose nass gemacht hast, kannst du dich einfach abziehen. Ja, aber du weißt doch, ich bin morgen dann voll im Eimer. Und wer liefert dann im Studio ab? Du weißt, dass wir noch viel reißen müssen, ja? Ach, komm, das bisschen geht schon noch. Ich meine, ich bin doch drüber zu Petzer bringen, mehr nicht. Ready? Ja, also. Okay, dann sage ich nicht nein. Schaut's aus, Connor? Abrechnung? Also, Ja, geht aus Haus, Digi, alles gut. Geht aus Haus, bitte. Really nice from you. Kannst du ein Taxi rufen? Ja, yes, klar. We need a nice. Taxi, oh. So what? Ja, alright, dann würde ich abziehen, ja? Yes. Warte mal. Gehst du jetzt echt mit ganz gut, hä? Ja, natürlich. So geht's. Okay, schön. Ja, ja. 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 Kommst du? So, yeah, ich bin auf dem Weg, ja, Connor. See you. Ja, ciao. Ey, ich frag mich, ob Izzy wirklich so in Liz verknallt ist. Weil das mit Nita ging in eine echt eindeutige Richtung heute. Der Loyalste ist er auch nicht. Ich meine, der hat Liz wirklich vernachlässigt. Ich glaube, ich gehe mal gucken, wie es ihr geht. Ich bin gespannt, ob Liz noch hier ist. Falls sie überhaupt hier war. So oder so, sie hat nicht verdient, dass Izzy so mit ihr umgeht. Sie ist eine tolle Frau. Und egal, was zwischen uns passiert ist, ich mag sie auch einfach gern. Oh, hey. Na? Was machst du denn hier? Nichts, ich wollte nur mal nach dir sehen. Ist Izzy dich losgeworden, damit er mit Nita bumsen kann? Du musst nicht sagen, war schon. So ist es in dem Game. Jeder bumst jeden, jeder hat was mit jedem. It is what it is. Künstlerische Freiheit und so. So wird das immer gerechtfertigt. Ja. Und ich sag dir was, Connor. Dein Bro-Code, den kannst du dir so hinter die Ohren schreiben, weil das gibt's in dem Game nicht. Niemand hält das ein. Es tut mir leid, okay? Da ich dich gerade eben so abblitzen lassen. Ja, vielleicht habe ich den Bro-Code ein bisschen höher gesteckt, als er eigentlich sollte. Mhm. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich vielleicht doch nicht nur hier bin, um dich zu sehen. Also, um nach dir zu sehen. Mhm. Hm. Also? Ja. Na? Was? Nicht im Heiligen Todstudio, spinnst du? Wir mischen doch nicht Arbeit und Vergnügen, hallo? Ey, scheiß auf die ganzen Vorsätze und die Moral. Ich meine, wenn hier irgendwie Affären zur Tagesordnung gehören, dann wäre es ja schön blöd, mir Liz durch die Lappen gehen zu lassen. Ganz im Ernst. Und ich meine, Izzy scheint es mit der Treue auch nicht so genau zu nehmen. Hm. Ich kann mit dieser Schuld nicht weiterleben, okay? Du musst zu den Bullen gehen und deine Aussage zu ihm und Paul entlassen. Die geht da im Knast vor die Hunde, okay? Nochmal eine Nachricht von Theo. Was verschweigst du mir? Ich glaube, ich weiß, was Sache ist. Emmy und ich wollten es mal probieren, Ken zu bekommen. Ich würde gerne noch die Ergebnisse der letzten Untersuchung mit Ihnen besprechen. Also wir müssen uns irgendeine geile Ausrede einfallen lassen. Mhm. Und dann kommst du mit zu mir, okay? Okay. Hey, Izzy nimmt sich, was er will, und das mache ich jetzt auch. That's business. So läuft das eben. Izzy kommt gleich hoch, Mann. Das heißt, egal was ihr gerade vorhabt, hört auf der Was? Izzy ist gleich oben, Mann. Dir hat das Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Und die ganze Folgen siehst du jetzt auf TV Now.